Hannes, letzte Woche bei deinem Ex-Verein in Lustenau hast du dich, glaube ich, am meisten über dich selbst geärgert. Heute alles wieder gut? Ja, also ich bin schon mit irgendwo mit einem Ärger ins Spiel gegangen, weil ich halt letzte Woche, glaube ich, alleine 5 Chancen hatte oder 3 Tore machen muss. Aber letzte Woche ist Vergangenheit, heute ist Gegenwart, jetzt das Spiel ist auch schon wieder Vergangenheit. Aber ich bin froh, dass es so geklappt hat, auch für die Mannschaft, dass wir 3-0 gewonnen haben. Es ist immer schön, wenn man einen Stürmer lachen sieht, dann weiß man, es ist gut gelaufen. Ja, definitiv. Ich glaube, wir sind die Glücklichsten, wenn wir Tore schießen, wenn wir der Mannschaft helfen können. Dann freut es mich noch besonders, dass wir dann gewonnen haben nach dem Schluss. Das 1-0 muss man wieder mal sagen, ein klassisches Haris Tabakovic-Tor, oder? Ja, ich glaube, wie ich immer sage, ich brauche einfach die Flanken und ja, dann passt das in der Box. Ich bin nicht der Dribbler und kann man so sagen. Ja. War dann noch klar beim Elfer, dass du hingehst, dass du den reinmachst? Ja, das war schon vom letzten Spieler weg, war das, war ich auf der Liste, dass ich der schießt. Ja, wie geht es dir jetzt so insgesamt im Frühjahr? 4 Tore, also man hat ja so den Eindruck, es könnte fast nicht besser laufen eigentlich, oder? Für dich. Es könnte schon besser laufen, also letzte Woche in Lustenau hatte ich noch ein paar Tore machen können, aber ich glaube, wir müssen vorwärts schauen, dann ist der nächste Sieg, es kommt das nächste Spiel und ich will einfach weitermachen und ich hoffe natürlich auch, dass es wichtig ist, dass die Mannschaft so weitermacht. Danke.